Gut, in diesem Sinne herzlich willkommen zur Pressekonferenz des LASK im Vorfeld der ersten Runde des Unica ÖFB Cups. Der LASK empfängt morgen den niederösterreichischen Regionalligisten FC Machfeld hier bei uns in der Raiffeisen Arena Pasching. Anstoß ist um 20.30 Uhr und das Ganze gibt es live im TV auf ORF Sport Plus und natürlich auch hier bei uns im Stadion endlich wieder mit Zuschauern. Ja, und aus diesem Anlass darf ich bei uns begrüßen am Podium unseren Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer in gewohnter Manier und noch etwas ungewohnt unseren Neuzugang, unsere Nummer 29, Florian Flecker. Danke, dass ihr euch beiden die Zeit genommen habt. Bevor wir aber zu den Fragen an euch kommen, ihr habt sie keine Wahl. Bevor wir zu den Fragen an euch beide kommen, gibt es aber noch ein paar organisatorische Hinweise. Zum Glück, muss man sagen, weil endlich haben wir unsere Fans zurück. Und diesbezüglich gibt es natürlich einige Dinge zu beachten, insbesondere an die Fans vor dem Livestream. Es werden natürlich 3G-Kontrollen morgen durchgeführt, daher bitte euren behördlich anerkannten Nachweis mitbringen. Und diese Kontrollen, die werden an zwei Standorten in der Poststraße, das ist die Zugangsstraße zum Stadion, durchgeführt. Ein Kontrollpunkt, der ist direkt vor dem Eingang Nordost und der zweite hinter dem Kreisverkehr Poststraße und Pfanzlgutstraße. Eine weitere Bitte an alle Fans, bitte seid so früh wie möglich beim Stadion. Der Einlass beginnt bereits ab 19 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Spielbeginn. Es wird aufgrund der 3G-Kontrollen sicherlich auch zu Wartezeiten kommen und daher ist es umso wichtiger, dass ihr früh genug beim Stadion seid, damit alle Fans auch wirklich rechtzeitig in die Raiffeisen Arena Pasching gelangen. Und wie immer, wenn wir Fans im Stadion haben, war jetzt länger nicht der Fall, bitten wir euch, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das sollte bitte das erste Mittel der Wahl sein. Alternativ kann natürlich auch die Park-and-Ride-Anlage an der Traunerkreuzung genutzt werden. Und ein allerletzter Hinweis, morgen im Vorfeld des Spiels organisiert der LASK gemeinsam mit der Blutkrebshilfe Geben für Leben eine sogenannte Typisierungsaktion. Das ist eine Aktion, bei der sich Fans in eine Datenbank für Stammzellenspender eintragen lassen können. Das Ganze funktioniert ganz einfach per Wattestäbchen und einer Speichelprobe. Und diese Aktion, bei der wir alle gemeinsam Menschenleben retten können, die findet vor dem morgigen Spieltag statt, ab 17.30 Uhr unterhalb der Südtribüne der Raiffeisen Arena Pasching. Und ganz wichtig auch, eingeladen zur Aktion sind alle Interessierten zwischen 17 und 45 Jahren. Gut, soweit also die organisatorischen Dinge und dann können wir auch in medias res starten mit den Fragen an euch zwei. Dominik, wir beginnen natürlich zuerst mit dir. Die Vorbereitung ist jetzt offiziell vorbei, morgen also das Pflichtspiel, das erste gegen den FC Machfeld. Mit welchen Erwartungen gehst du an dieses Cupspiel heran? Dass wir morgen in diesem Spiel ein klares Statement setzen, in welche Richtung es in dieser Saison gehen soll. Ich erwarte mir morgen ein Cupspiel, wo die Mannschaft unglaubliches Feuer zeigt, gleich zeigt, in welche Richtung es gehen soll heuer. Ich möchte morgen kein Spiel sehen, was 20, 25 Minuten dahin plätschert, sondern ich möchte einfach, dass wir dem Gegner Stress pur bereiten morgen. Und wenn Mansdorf wieder in den Autobus steigt und nach Hause fährt, dann soll es kein schöner Abend für sie gewesen sein. Und so müssen wir morgen agieren. Also wir dürfen uns keine Minute herschenken. Wir haben Ziele formuliert heuer. Wir wollen nicht mehr so eine Meisterrunde erleben wie letztes Jahr. Und da gilt es morgen, den ersten Schritt zu setzen. Auch wenn mir bewusst ist, dass morgen noch nicht alles hundertprozentig funktionieren wird. Wir sind aktuell bei 70-80%. Wir haben noch einiges zu tun, einiges zu erledigen. Und die Herangehensweise war für mich ganz klar morgen, was ich morgen sehen will. Danke, Dominik. Dann sprechen wir noch ganz kurz über die Personalsituation morgen. Wie sieht es kadertechnisch aus? Letzte Woche, wir erinnern uns, Marco Ragusch musste da ja noch passen. Wie hat sich die Situation bei ihm entwickelt? Ja, Anfang der Woche hat es eigentlich ganz gut ausgesehen, sodass wir ihm möglicherweise 20, 25 Minuten geben können. Aber jetzt müssen wir vorsichtiger sein und er wird erst am Dienstag wieder ins Training einsteigen. Also er wird nicht dabei sein. Ansonsten ja, gibt es die Langzeitverletzten wie Gruber und Laval, aber sonst sind alle Spieler für morgen fit. Alles klar. Gut, Florian, dann gehen wir gleich zu dir an dieser Stelle noch einmal ganz offiziell herzlich willkommen bei uns beim LASK. Mittlerweile liegt dein Transferjahr einen Monat zurück. Du hast jetzt die gesamte Vorbereitung mitgemacht. Wie gut würdest du sagen, hast du dich bereits eingelebt bei uns? Ja, danke nochmal. Freut mich, dass ich da bin. Ja, bis jetzt muss ich sagen, ist wirklich sehr einfach alles von der Hand gegangen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich gleich mal eine Wohnung gefunden habe in Linz und ja, ich muss sagen, auch die Mannschaft, das war überhaupt kein Thema, dass ich da als Neuer dazukomme.
Die haben mich echt gut aufgenommen. Und ja, das Monat ist extrem schnell vergangen, muss ich auch sagen. Und ja, also es passt bis jetzt alles sehr gut. Interessant ist ja auch, du hast gegen keinen anderen Verein bisher so oft gespielt wie gegen den LASK, nämlich 12 Mal und 6 Mal davon eben auswärts, also bei uns zu Hause. Wie sehr freust du dich darauf, morgen erstmals in einem Pflichtspiel jetzt als Schwarz-Weißer bei uns zu Hause aufzulaufen? Ja, also ich habe das auch gar nicht so gewusst, dass ich so oft gegen den LASK schon gespielt habe und vor allem auch da. Aber bis jetzt, wenn ich da gespielt habe, waren es eigentlich immer gute Spiele und ich... Von meiner Seite. ich freue mich richtig, weil die Stimmung da ist schon was Besonderes, auch, weil das, finde ich, ein sehr kompaktes, schönes Stadion ist und das die Fans noch am Spielfeld sind. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich mal für den LASK spielen darf. Da freuen wir uns alle drauf, dich morgen in Schwarz-Weiß zu sehen. Und damit sind wir schon bei den Fragen der Medienvertreter. Bitte um eure Handzeichen. Roland Kortner, Volksblatt. Frage an Dominik oder vielleicht auch an dich als Pressesprecher. Mit wie vielen Zuschauern rechnet ihr morgen? Was kann man sich nach dieser langen Pause erwarten, erhoffen? Wie schaut es aus vom Vorverkauf? Pressesprecher kennen Sie da. Ja, natürlich ist der Hunger auf Seiten des Vereins groß, endlich wieder unsere Fans begrüßen zu dürfen. Aber natürlich denke ich auch, dass viele Fans darauf brennen, wiederzukommen. Das hat man ja schon bei den beiden Vorbereitungsspielen einerseits unserer LASK-Frauenmannschaft gesehen, aber dann auch im Test gegen Heidenheim, wo rund 1000 Zuschauer gekommen sind. Und wir werden uns irgendwo im vierstelligen Bereich einpendeln. Wie genau, kann man beim Cup nie genau sagen. Es ist ja auch eine Spezialsituation, dass wir morgen in der ersten Runde zu Hause spielen und nicht auf einem Sportplatz eines Regionalligisten. Herbert Pumann, AV Ligaportal. Was wissen Sie, ne? Jetzt machen wir ihn. Was wissen Sie über den Gegner und was weiß das Trainerteam darüber? Was macht den Gegner aus? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir uns schon ganz klar auf unsere Stärken besinnen müssen. Das klingt oft so nach einer Floskel, aber es ist einfach so. Also wir wissen schon, dass wir den Gegner respektieren müssen. Wir haben heute uns 3-4 Szenen vom Gegner angeschaut, dass wir ein klares Bild haben, wie der Gegner agiert. Aber es geht im Grunde darum, wie wir Lösungen finden wollen. Es gibt einige Dinge, die wir im Vergleich zum letzten Spiel besser machen können. Und der Gegner wird uns natürlich die Möglichkeit geben, das zu tun, weil wir oft den Ball haben werden. Wir haben gegen Heidenheim im letzten Drittel aus meiner Sicht zu wenig gesprintet, zu wenig den Strafraum attackiert. Das ist einfach das, wo wir uns noch verbessern können. Und an dem müssen wir morgen arbeiten, dass wir das Tempo hochhalten im Spiel, dass wir genau sind im Passspiel. Und auf das wird es ankommen. Und der Gegner wird respektiert. Man weiß, dass dort erfahrene Leute arbeiten, wie Thomas Flögel und Ernst Baumeister. Aber es ist eine Regionalliga-Mannschaft und es darf keinen Zweifel geben von der ersten Minute an, wer dieses Spiel morgen gewinnt, bei allem Respekt natürlich auch vor dem Gegner. Und dem einen oder anderen Einzelspieler, der natürlich auch schon Erfahrungen in einer hohen Liga hat. Weitere Fragen? Roland Streins, Sky Sport Austria. Dominik, du hast gesagt, die Ziele wurden definiert mit Trainer und Mannschaft, nehme ich an. Wie schauen die aus für diese Saison? Die externen und auch die internen, wenn es nun sagen kann. Ja. an den internen, also wir sind da noch nicht ganz fertig. Fakt ist, dass wir uns einfach wieder auf das Thema der Leistung konzentrieren wollen, dass wir die Leistung finden wollen und unser Spiel finden wollen, welches einfach durch viel Dynamik und Intensität einfach ausgezeichnet ist. Das ist die Basis von unserem Spiel, darauf kommt es an. Und dann haben wir uns natürlich auch zum Ziel gesetzt, dass wir so kleine Steps jetzt setzen werden, die im Frühjahr vielleicht auch ein bisschen zu schnell war in manchen Bereichen. Aber das wollen wir uns auf alle Fälle setzen. Wir wollen einfach ein bisschen ausrechenbarer werden, wenn wir gegen Rapid, was haben wir gemacht? Ein Punkt. Weniger ausrechenbar, ne? Was hast du gesagt? Ausrechenbarer. Genau, weniger ausrechenbarer. Danke. Danke. Also weniger ausrechenbar wären. Wir haben gegen Rapid einen Punkt gemacht, gegen Red Bull Salzburg 0 Punkte. Und da ist es natürlich schon auch ganz gut, dass der Gegner in Zukunft auch nicht weiß, so genau, was auf ihn zukommt. Aber das ist, da braucht man ein klares Commitment auch. Aber unsere Prinzipien, die uns auszeichnen, das sind die Basis, das ist das Fundament. Das muss immer zu sehen sein. Es muss immer zu sehen sein, glaube ich, im Verein, wenn eine LASK-Mannschaft Fußball spielt, egal ob das jetzt die Profimannschaft ist oder der Kooperationspartner oder eine Akademie-Mannschaft. Dieses Spiel muss man
man spüren, das muss auch der Gegner spüren. Aber wir müssen uns auch entwickeln, wir müssen weniger ausrechenbar werden. Und das ist einfach so ein Prozessziel, was wir uns jetzt auch gesetzt haben. Und natürlich geht es jetzt einmal darum, auch international zu spielen, in die Gruppenphase zu kommen. Das war ein großartiges Erlebnis im letzten Jahr. Es geht darum, natürlich wieder in die Meistergruppe zu kommen. Und die Stoßrichtung ist natürlich die Top 4, weil wir waren in den letzten 3-4 Jahren immer unter den Top 4. Und gibt zumindest einmal die Zielrichtung vor. Und der Cup ist natürlich auch ein Bewerb, wo man mit wenigen Spielen sehr schnell, sehr weit kommen kann. Ja. Und in diese Richtung geht es. Also es ging in erster Linie, was wir mit der Mannschaft da besprochen haben, ein klares Commitment, wie unser Weg in den nächsten Wochen einfach ausschauen soll, in welchen Bereichen wir arbeiten wollen, uns entwickeln wollen und weitere Schritte und Next Steps gehen wollen. Weitere Fragen? Wolfgang Irrer, LT1. Nachdem Heidenheim ja doch relativ tief gestanden ist, zumindest über weite Phasen des Spiels, war das so gesehen vielleicht sogar eine ganz gute Vorbereitung, weil Machel wird es auch nicht gerade sehr offensiv anlegen. Ja, möglicherweise. Wir haben es ein bisschen auch anders erwartet, dass Heidenheim auch etwas aktiver ist, aber sie waren dann sehr, sehr passiv. Von daher war es ein guter Test und hat uns auch gewisse Dinge aufgezeigt, wie auch dieses erste schlechte Vorbereitungsspiel da in Salzburg, am Mondsee, Oberösterreich natürlich. Und das hat uns sehr, sehr viele Dinge aufgezeigt und wir haben dann in den nächsten 2-3 Wochen extrem an der Stabilität der Mannschaft gearbeitet, an der defensiven Stabilität. Das ist auch in der Meistergruppe etwas verloren gegangen. Wir haben in den letzten beiden Spielen doch sehr wenig zugelassen. Das ist wiederum die Basis des Spiels und jetzt müssen wir eins draufsetzen und noch mehr Lösungen finden, noch mehr Abschlusssituationen schaffen, im letzten Drittel einfach besser werden. Weitere Fragen? Georg Leblauer, Kronenzeitung. Als ich zuerst meine Brille nicht aufhatte, dachte ich, da sitzen zwei neue LASK-Erwerbungen. Weil das waren ja Ansagen, die Sie zuerst gemacht haben bei einem Eingangsstatement vor allen Dingen. Das war mir im Vorher überhaupt nicht gewohnt von Ihnen. Wenn ich mich richtig erinnere, gegen ASV Siegendorf, glaube ich, war Ihr Eingangsstatement, das wird eine Herausforderung. Jetzt sagt man praktisch, der Gegner muss weg, die gewinnen recht. Aber haben Sie einen neuen Stil auch für sich entwickelt? Ich glaube, jetzt bin ich auch ein Jahr hier und habe natürlich auch aus gewissen Situationen gelernt. Ich denke, beim LASK sind Werte einfach sehr wichtig und das ist natürlich die Demut. Sie steht da an sehr, sehr hoher Stelle. Das heißt, man muss natürlich einen Gegner respektieren, aber entscheidend ist natürlich immer das eigene Können. Und da habe ich jetzt einen guten Überblick über die Fähigkeiten und das Potenzial der Mannschaft. Und wir haben Cup-Spiele gehabt gegen Wörgl, wo man dann eigentlich in den letzten 30 Minuten dieses Spiels eigentlich am besten nach Hause geht, weil da nichts mehr passiert oder weil wir da nicht gut gespielt haben, agiert haben. Und das möchte ich morgen nicht sehen. Und das habe ich der Mannschaft heute auch beim Training gesagt. Also wenn wir unsere Ziele formulieren, wenn wir angreifen wollen, wenn wir die nächsten Steps einfach gehen wollen, dann ist es nicht entschuldbar, wenn wir morgen 15 Minuten abliefern, wo die Fans enttäuscht sind, ihr enttäuscht seid und wir dann am Ende des Tages enttäuscht sind, weil so werden wir unsere Ziele nicht erreichen, sondern wir brauchen von Anfang an eine hohe Schlagzahl und so können wir mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft heuer, denke ich, viel erreichen, viel schaffen und tolle Spiele machen. Weitere Fragen? Herbert Pummer nochmal, Apo-Liga-Portal. Mikro ist auf dem Weg. Ich darf gleich zwei Fragen reinpacken. Zum einen, mit Christoph Kröpfel hast du mal zusammengespielt von der gegnerischen Mannschaft. Wie weit hast du noch Kontakt, jetzt auch gerade im Vorfeld? Und zweite Frage, es war ja für Neuzugänge beim LASK in den letzten Jahren immer schwierig, in die Stammelf zu kommen. Wie siehst du deine Chancen und wo siehst du auch deine Rolle? Ja, zur ersten Frage, also mit Christoph Kröpfel habe ich ein Jahr in Hartberg zusammengespielt. Also ich muss sagen, jetzt vor dem Spiel noch keinen Kontakt mit ihm gehabt. Aber hin und wieder haben wir uns schon gehört, weil er ist auch ein Papa geworden. Sacco Altrogo habe ich auch beim WRC zusammengespielt, also den kenne ich auch. Aber Kontakt war jetzt keiner da. Zur zweiten Frage. Ja, es war für mich am Anfang auch sehr, sehr viel neue Eindrücke, auch vom Training her. Einfach die Intensität, die da am Tag gelegt wird. Und ich habe da schon ein bisschen braucht die ersten paar Tage, eben weil die ganzen Prinzipien, eben wie der Trainer jetzt auch gerade gesagt hat, die wir halt verfolgen
unsere Spielphilosophie. Da war einfach viel extra Arbeit noch notwendig. Muss ich auch sagen, das hat das Trainerteam sehr gut gemacht, mit zusätzlichen Videoanalysen. Aber das war einfach das, was wir neue Spieler braucht haben. Und von dem her, glaube ich, haben wir jetzt genug Zeit gehabt, das zu uns alle zusammen zu erarbeiten. Und von dem her, also fühle ich mich da jetzt extrem wohl. Und ja, ich glaube, jeder in der Mannschaft weiß, was zum Turnen ist. Und ja, das werden wir auf jeden Fall jetzt sagen. Weitere Fragen? Bitte um Handzeichen, so es denn noch welche gibt. Ich sehe keins mehr. Dann sage ich vielen Dank für eure Anwesenheit bei der ersten Pressekonferenz der neuen Saison. Morgen heißt es LASK gegen den FC Machfeld.